Hey, you, I saw you from the distance. Hey, you, can we talk? Was ist das Stress ABC? Albert Ellis hat eine Theorie entwickelt, die das Stress ABC genannt hat. Und das ABC ist eine Abkürzung. A steht für Activating Experiences, B für Belief und C für Consequence. Und das ist ein, finde ich, nützliches Modell, um seine Sicht auf den Stress zu verändern und um kontrollierter, bewusster damit umgehen zu können. Was heißt jetzt dieses A, Activating Experience? Das ist das auslösende Ereignis. Ihr fahrt Auto, das ist alles ganz toll, die Sonne scheint, ihr cruist gemütlich und dann nehmt euch einer die Vorfahrt. Der schneidet euch. Der rast vielleicht hektisch aus seiner Garageneinfahrt raus und ihr müsst bremsen. Das war das Ereignis. Darauf folgt dieses B, Belief. Ja, unsere Einschätzung der Situation, die Beurteilung. Das ist ein ganz gemeiner Typ und der wollte mich jetzt umbringen. Ja, es kommt das C, die Konsequenz daraus. Meine Einschätzung ist, das ist ein gemeiner Typ, der möchte mich umbringen. Die Konsequenz ist Ärger, Aggression, Wut. An dem auslösenden Ereignis, an dem A, können wir nichts ändern. Der rast aus seiner Garageneinfahrt raus. Die Konsequenz, naja, wie der Name schon sagt, das ist die Konsequenz von dem, was vorher war. Also die Konsequenz können wir auch nur über das B beeinflussen. Und das B ist es, worauf wir uns konzentrieren, wenn wir an unserem Stressverhalten arbeiten möchten. An dem B-Belief, an der Annahme, die ich über die Situation habe. Denn es ist nichts weiter als eine Annahme. Es ist kein Wissen. Ich weiß nicht, warum der aus der Garageneinfahrt rausrast. Ist ja eigentlich so eine Ausfahrt, dann kann es eine Einfahrt. Der rast ja raus. Aus seiner Garagenausfahrt rast. Die erste Einschätzung ist, der hat's eilig und dem ist das egal, der will mich umbringen. Was ich jetzt tun kann, ist, diese Einschätzung ändern. Denn es ist genauso gut möglich. Er hat einen Anruf aus dem Krankenhaus bekommen. Seiner Mutter geht's schlecht. Seiner Frau geht's schlecht. Seinem Kind geht's schlecht. Und die Ärzte waren sehr besorgt. Und es wäre schön, wenn er ins Krankenhaus kommen könnte. Das ist ein völlig anderes Bild. Dass ich jetzt wütend werde, aggressiv, sehr unwahrscheinlich. Vielleicht habe ich jetzt eher, oh Gott, der Mann, hoffentlich schafft das noch, ins Krankenhaus zu kommen. Ich empfinde jetzt Mitgefühl. Stress baut sich da in keiner Weise auf. Wenn wir jetzt von dem Mitgefühl absehen, was uns ja dann auch treffen kann. Aber das ist ja was Positives. Ich fühle mit. Wenn ihr an eurem Stress arbeiten wollt und euch dieses Modell, das Stress-ABC, gefällt, konzentriert euch auf die zweite Phase, auf das B. Arbeitet an der Einschätzung, an eurer persönlichen Einschätzung der stressauslösenden Situation. Und dann integriert ihr das Stress-ABC in euer Stressverhalten. I saw you from the distance. Hey, you, can we talk?